Hier sind die schönsten Szenen der Römerstrom Gladiators in Play of the Day, präsentiert von X-Care, Diagnose und Therapie mit Hightech und Herz. Werdet auch ihr Teil des X-Care-Teams ab 2022 auch in Trier. www.x-care.de. Leider Geisterspielatmosphäre am zweiten Weihnachtstag in der Arena Trier, aber eigentlich ein sehr begeisterndes Spiel der Römerstrom Gladiators. Immer wieder diese mannschaftsdienlichen Pässe, Radoslav Pekovic zum kappenden Jonas Grof. Trier mit insgesamt 33 Assists im Spiel und das ist wirklich eine Wahnsinnsausbeute. 7 Spieler, zweistellig. Es war gerade in der zweiten Hälfte eine Machtdemonstration. Der Aufsteiger aus Bochum chancenlos. Pekovic erneut mit wunderschönem Anspiel auf den über die Backdoor kappenden Jonas Grof. Insgesamt Trier immer wieder auch dann in der zweiten Hälfte mit mehr Platz innen. In der ersten hatte Bochum ist komplett mit Zone versucht, da sind die Dreier gefallen, in der zweiten haben sie umgestellt und dann konnten eben auch die Big Men hier, Radoslav Pekovic, ihre Muskeln spielen lassen und krachend abschließen. Das ist für mich die schönste Szene des ganzen Spiels. Give and go, Van Dijk aufzählt mit Ablauf der Shot Clock zum Ende des dritten Viertels. Eine dominante Vorstellung der Römerstrom Gladiators, bei denen ja auch der Dreier fiel. Und das überraschend gut. Am Ende die Quote 48%, 14 von 29. Das ist bärenstark. Ein wohlverdienter 103:81 Erfolg. Trier nach 2 Niederlagen in Folge wieder back on track. Das waren die Highlights der Römerstrom Gladiators gegen Bochum im Play of the Day, präsentiert von X-Care, Diagnose und Therapie mit Hightech und Herz. Werdet auch ihr Teil des X-Care-Teams ab 2022 auch in Trier. www.x-care.de. Wir suchen dich!